Bist du auf der Suche nach einfachen Schlagrhythmen für die Gitarre, dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Hi, mein Name ist Christian Rolf, ich bin Musikschulleiter und Buchautor. Falls du dich für meine Bücher interessierst, ich packe dir einen Link hier unter dieses Video. Und in diesem Video geht es um die Rhythmik, um die rechte Hand, für dich vier Schlagmuster, mit denen du viele Songs begleiten kannst. Und ich denke, wir können jetzt mal einfach loslegen. Willkommen zum ersten Schlagmuster, eine einfache Begleitung für den Zweiviertel- und Viervierteltakt. Wir schauen uns die linke und rechte Hand mal jetzt genauer an. Viel Spaß! Willkommen zum ersten Rhythmus. Ich habe dafür vier Akkorde ausgewählt, die du wahrscheinlich schon kennen dürftest. Das ist das G-Dur, das E-Moll, das A-Moll und das D-Dur. Und das Ganze nennt man auch ein Turnaround, also G, E-Moll, A-Moll und D. Und dann fängt man wieder von vorne an. Zum ersten Rhythmus. Wir versuchen, also es ist ein Zweiviertelrhythmus oder auch ein Vierviertelrhythmus, wenn man ihn doppelt so lang spielt. Und zwar ist es so, dass wir unseren Zweivierteltakt, ich erkläre es jetzt mal für einen Zweivierteltakt, auf der 1 einmal einen Akzentschlag machen. Das heißt, wir nehmen nur die tiefsten zwei Bassseiten. Und dann spielen wir Diskantschläge, das ist auf den hohen Seiten, ab und auf. Würde so gehen. 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und. Wenn wir das dann zweimal hintereinander spielen, können wir das auch als Viervierteltakt betrachten. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Also egal, ob du gerade Zweiviertel oder Vierviertel spielen möchtest, dieser Rhythmus ist exakt passend und wird dich weiter nach vorn bringen. Jetzt wollen wir das mal mit den Akkorden kombinieren, dann sieht das Ganze so aus. So, genau, also einfach nur einmal abschlagen auf den tiefen Seiten und die hohen Seiten ab und auf. Jetzt gibt es noch zu beachten, dass du bei dem Bassschlag, bei dem Akkord G und E-Moll, ab der tiefen E-Seite anfängst. Bei dem A-Moll ab der A-Seite. Und beim D ab der D-Seite. Dies ist sehr, sehr wichtig. Bitte halte das genau ein. Wenn nicht, trainiere es einfach erstmal so, dass du nur die Bassseiten schlägst. Das hilft auf jeden Fall. Keep it simple, so heißt eigentlich die Idee des jetzigen Musters, ein Dreivierteltakt mit drei Abschlägen, der aber wunderbar zur Geltung kommt. Lass uns mal genau reinschauen. Kommen wir nun zum Dreivierteltakt, wie gesagt schon einer meiner Lieblinge, schon seit Jahren, weil er so einfach ist. Und zwar, wir fangen auch wieder an mit einem Bassschlag und dann geht es eigentlich nur zweimal runter. Eins, zwei. Wenn man das mit den Akkorden kombiniert, wir nehmen wieder unseren Turnaround, also G, E-Moll, A-Moll und D, dann klingt das Ganze so. So, spontan fallen mir zwei Lieder ein, die ich euch mal kurz anspiele, mit denen der Takt sehr gut funktioniert. Das erste ist Mull of Kintyre von Paul McCartney oder den Wings, glaube ich. Mull of Kintyre, Rome is ruling and from.
und so weiter, da würde der wunderbar funktionieren. Andere wäre zum Beispiel Bob Dylan, Times They Are Changing. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon. Geht aber auch zu allen anderen Dreivierteltaktliedern wie Happy Birthday oder ach, was weiß ich noch alles. Müsst ihr mal gucken, dass ihr da die richtigen Lieder herausfindet. Das nächste Schlagmuster ist für einen à la Breve oder für einen Zweivierteltakt gedacht, also ein Lied, welches im langsamen Tempo steht, dafür aber schnell mit der Hand bedient wird, wenigstens an einer Stelle des Taktes. Wie dieser Rhythmus genau geht, erfährst du jetzt. Kommen wir nun zum dritten Rhythmus. Den benutze ich immer bei langsamen Liedern. Den solltest du auf jeden Fall auch gut beherrschen. Der ist nicht ganz einfach zu spielen. Und zwar, wir haben wieder einen Abschlag. Und dann kommt ein ganzer Runterschlag. Also ein Vollschlag nennen wir das auch. Und dann zweimal hier unten. So, und wenn ich das mit den Akkorden spiele, wieder unseren Turnaround, klingt das Ganze so. Würde zum Beispiel passen zu The Knocking on Heaven's Door von Bob Dylan. Mama put my guns into the ground. I can't shoot them anymore. Zum Schluss noch unseren Standard-Viervierteltakt. Den dürftest du eigentlich kennen. Wenn nicht, solltest du ihn auf jeden Fall jetzt kennenlernen. Da ist auch eine Synkope enthalten, am anfangs nicht ganz einfach zu spielen, aber ich denke, mit ein bisschen Übung wirst du das auch hinbekommen. Unser letzter Rhythmus für heute ist der Standard-Viervierteltakt, den dürftest du eigentlich kennen, viele bezeichnen ihn als Pop-Classic oder sowas. Hier die einfache Version mit vollen Schlägen, das geht dann so, wir schlagen einmal runter, nochmal runter, wieder rauf. Dann führen wir die Hand wieder runter und dann kommt nochmal hinterher rauf, runter, rauf. Zusammen klingt das dann so. Wenn man dazu zählen möchte, es ist ein Viervierteltakt, klänge das so. Eins, zwei und drei und vier und eins, zwei und drei und vier. So, und auf der 3 entsteht auch eine Synkope sozusagen. Wir spielen die 3 nicht, deshalb ist der Anfang auch nicht ganz einfach zu erlernen. In der Regel, wenn man das ein paar Mal durchgespielt hat, funktioniert das ganz gut. Vielleicht ein, zwei Wochen mal am Ball bleiben bei diesem Rhythmus. Ich spiele ihn dir doch mal vor mit unseren 4 Akkorden. Wieder darauf achten, dass du bei dem A-Moll und dem D ab der richtigen Seite anschlägst, nämlich ab der A-Seite beim A-Moll und ab der D-Seite beim D. Wenn du es etwas schwieriger haben möchtest, dann versuchst du noch den ersten Anschlag nur auf den Bassseiten zu halten und den zweiten so etwas in die Länge zu ziehen. Dann klingt das Ganze so, ist viel hübscher.
Genau, auch hierzu passt natürlich auch in allerhand Lieder, alles Mögliche, was im Vierteltakt steht, kann man hierzu spielen. Wo man ihn sehr gut hören kann, ist bei der Bloodhound Gang The Roof is on Fire. So, okay. Ja, das war's auch schon mit diesem kleinen Rhythmus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis bald.